Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Interview des Tages. Ja, diese Bilder, die Sie soeben gesehen haben, die bewegen und erregen heute ganz Österreich. Das ist der Aufreger schlechthin. Kindersoldaten des Islam mitten in Österreich, in diesem Fall mitten in Wien, mitten in der Brigittenau, in einer Moschee in der Dammstraße, wo eine Cafeteria ist, wo eine ganz normale Moschee ist, wo man glaubt, das ist ein komplett friedliches und harmloses Umfeld. Und da plötzlich Kindersoldaten drin, und das ist heute die Titelseite aller Tageszeitungen, das ist der Aufreger. Und bei mir zu Gast, als erster Gast bei Fellner Live bereits heute in der Früh, Evganis Dönmez. Herr Dönmez hat schon vor der Wahl Aufsehen erweckt, als ihn der Sebastian Kurz zur Überraschung von Freund und Feind auf den 5. Platz der Liste Kurz gesetzt hat. Da war viel Aufregung und gesagt, warum macht er das? Was ist das für ein Thema? Und so muss dazu sagen, der Evganis Dönmez klärt seit Jahren diese Szene auf, ist seit Jahren Warner, ist seit Jahren auch schon ein bisschen wütend, wenn man das so sagen darf, auf das, was da vorgeht, und will endlich sozusagen klare Schlussfolgerungen haben. Jetzt sitzt er im Parlament für die Liste Kurz, jetzt hat er den direkten Draht zum Kanzler, wenn man das einmal so sagen darf, und jetzt kann er vielleicht all das umsetzen, wovon er schon seit, ich glaube, 10 Jahren war. Zuerst waren sie bei den Grünen, ist nicht wirklich was weitergegangen, jetzt bei der Liste Kurz. Evganis Dönmez, also der Spezialist und der Warner vor dem politischen Islam, heute bei uns schon am Morgen zu Gast. Herr Dönmez, willkommen erstens. Danke fürs Kommen, noch bevor der Nationalrat losgeht. Danke für die Einladung. Darf ich als erstes gleich einmal fragen, was ist in dieser Moschee passiert und ist das ein Sonderfall oder ist das ein Regelfall in diesen Wiener Islammoscheen? Zunächst erlauben Sie mir, ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen. Die ATIB wurde 1985 ins Leben gerufen, um hier das religiöse Zusammenleben zu gestalten, um Gebete abzuhalten, um Feierlichkeiten zu organisieren, um die Verstorbenen würdig zu verabschieden und sich auch um die Gemeinde, die muslimische Gemeinde, die türkisch-muslimische Gemeinde, primär die sunnitischen Türken in Österreich, sich deren Anliegen anzunehmen. Und mit der Machtübernahme in der Türkei durch die AKP, durch Erdogan, hat die AKP einen massiven Einfluss auf ATIB genommen und sie wurde unter der AKP-Führung auch ein Spielball der türkischen Innenpolitik. Das hatten wir ja auch in den vergangenen Jahren in Österreich dann deutlich zu sehen bekommen, wo das hier einfach ein Verein, Moscheen, der ursprünglich unabhängig war, ATIB mit Namen, ist komplett in den Erdogan-Einfluss geraten und ist immer mehr in den Einfluss des politischen Islam geraten. Ne? So kann man das kurz und prägnant zusammenfassen. Mittlerweile haben einige Funktionäre das Problem erkannt und wollten einen Abnabelungsprozess von der türkischen Einflussnahme starten. Sie haben deswegen auch vor einem Jahr in etwa hier Umänderungen begonnen. Also es ist nicht mehr möglich, dass jemand direkt von der türkischen Religionsbehörde im Vorstand drinnen sitzt. Man hat hier sozusagen versucht, Veränderungen herbeizuführen, um sich zu emanzipieren. Im Hintergrund passiert aber eigentlich ganz was anderes. Es gibt einen riesengroßen Machtkampf zwischen den unterschiedlichen Islamverbänden und da ist die ATIB noch die Einäugigen unter den Blinden. Die in Wien tätig sind, die unterschiedlichen nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich tätig sind. Die in Österreich tätig sind. In der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich sind ja die unterschiedlichen Verbände untergeordnet, Milli Görüs, ATIB, Süleymanci. Milli Görüs ist ja die zweite große
Gruppe dieses politischen Islam. Ne? Absolut, sie ist sehr nationalistisch, islamistisch Atip orientiert. Atip und Milikörisch, das sind die zwei Großen. Ne? Das sind die Mächtigen. Aus der türkischen Diaspora, die zwei Großen. Mhm. Es gibt noch die arabische Moslembruderschaft und da gibt es auch eine ideologische Nähe zwischen Milikörisch, weil die Milikörisch ist sozusagen der türkische Ableger der arabischen Moslembruderschaft. Also die noch radikalere Partei. Noch problematischer sind. Und hier gibt es eben den Einfluss, ATIP zu schwächen, damit sie hier Zugang zur IGGÖ bekommen und hier ihre eigenen Leute besetzen. Über das alles müssen wir heute noch reden. Fangen wir mal bei der Moschee an. Was ist da in der Donaustadt passiert? Was ist dort wirklich passiert? Und ist das eine Ausnahme oder ein Regelfall? Generell muss man festhalten, ein Gebetshaus ist ein Gebetshaus, sowohl in der Türkei und auch hier in Österreich. Dass es hier missbraucht wird für vereinsentfremdete Zwecke, liegt ganz klar auf der Hand. Dass hier Kinder in Militäruniformen gesteckt werden, dass hier Kriegsszenen nachgespielt werden, ist ein absolutes No-Go. Das hat auch die Bundesregierung so erkannt. Wir gehen auch jetzt massiv dagegen vor. Das Kultusamt in Abstimmung mit dem Innenministerium wird hier ein Ermittlungsverfahren einleiten gegen die ATIP, gegen die handelnden Personen, weil es liegt der Verdacht im Raum, dass hier das Islamgesetz auch missbraucht worden ist. Das kann bis zu einer Vereinsauflösung führen und auch bezüglich Aufenthalt der handelnden Akteure. Das wird man sich auch nach Ende der Ermittlungen ansehen müssen. Also was ist passiert? Da ist eine Moschee, dort wird üblicherweise gebetet und angeblich an einem Feiertag, an einem türkischen Feiertag, wurde die Schlacht von Gallipoli nachgestellt. Das ist eine Heldenschlacht der Türken im Ersten Weltkrieg, wo die Türken gegen Briten und andere sozusagen Westmächte gewonnen haben. Ne? Und, auch Österreich war ein Verbündeter der Türkei in diesem Krieg. Mit vielen Toten etc. Ja. auf dieser kleinen Insel Gallipoli. Ne? Genau. Und diese sozusagen Schlacht, die da nachgestellt worden ist, das hat eben in dieser besagten Moschee hat da stattgefunden. Dazu muss man aber anmerken, dass dieses Theaterstück unter Anführungszeichen nicht nur in dieser Moschee in Wien in der Dammstraße stattgefunden hat, sondern auch flächendeckend in vielen anderen europäischen Ländern. Daher, man erkennt eine Systematik und Strategie dahinter, dass hier das flächendeckend auch gemacht möglicherweise wird. Möglicherweise auch noch in anderen Wiener Moscheen, wo wir das nicht wissen, weil es offenbar an diesem Feiertag üblich ist, dass Kinder vom politischen Islam getrillt muss man sagen, diese Schlacht nachstellen, nicht? Das wäre so, wie wenn wir die Schlacht von Stalingrad nachstellen, so sinngemäß. Oder die Türkenbelagerung oder irgend sowas in der Art. Da hat es ja auch einige Veranstaltungen rund um dieses Datum gegeben in Wien. Aber eines muss man ja ganz klar sagen, dass ich das eben seit 10, 15 Jahren schon thematisiere, ebenfalls die türkische Kulturgemeinde, die hier unzählige Fälle, die es in der Vergangenheit gegeben hat, auch immer wieder zur Sprache gebracht hat. Nur mittlerweile ist es unübersehbar. Und diese Regierung wird darauf reagieren. Die Wiener Stadtregierung hat da sehr vieles verabsäumt, dass hier sich wirklich Parallelkulturen auch entwickelt haben. Und das müssen wir thematisieren, angehen und wir werden das auch machen. Die Wiener Stadtregierung hat das ja eine Zeit lang sehr blauäugig gefördert. Ne? Gefördert. Die haben denen einfach das Geld hingeschoben, wenn man das einmal so sagt. Also die unterschiedlichen Magistratsabteilungen haben hier über die Förderschiene wirklich Millionenbeträge auch derartigen Vereinen und Verbänden zukommen lassen, alles kaschiert unter dem Deckmantel der Integrations- und der Bildungsarbeit oder auch des interreligiösen Dialogs. Das ist ein verschwendetes Geld, das muss man ganz klar sagen. Und die ATIP hat dieses Fördernetzwerk erkannt und dort wirklich abkassiert, muss man sagen. Nicht nur die ATIP, weil diese Islamverbände betreiben ja nicht nur Moscheen, sondern auch teilweise Bildungsinstitutionen, sprich Kindergärten. Ja, auch das war ja... Herr Dömetz, wie viele solche islamischen Kindergärten gibt es in Wien? Wie viele gibt es in Österreich ungefähr?
Das kann ich seriöserweise nicht ganz genau. Weil, aber was schätzen Sie? Also in Wien gibt es problematische Kindergärten eine Handvoll, die von diesen Milligörisch-Ablegern, ATIP-Ablegern und die der Moslembruderschaft nahestehen, betrieben werden. Noctur, Juva, Hilal und so weiter, die haben ja die nettesten Namen, wo man sich vordergründig nichts dabei denkt. Aber wenn man sich die Personen, die diese Kindergärten betreiben, genauer ansieht, dann erkennt man, welchen Gruppierungen sie dazugehören. Eine Handvoll, das wären weniger als 5. Ihr Kollege Bild sagt, das sind ungefähr 30, schätzt er. 30 problematisch. In Händen dieser Verbände sind es 5, aber das betreiben wir nicht nur einen Kindergarten, sondern mehrere. So meinen Sie, ja. Also ungefähr sollen es vielleicht 30 sein. Ne? In Wien in etwa. Aber in Summe gibt es natürlich weit über 100 islamische Kindergärten. Weiß man, wie viele islamische Kindergärten? Es ist nicht nur dieses Thema eine riesengroße Blackbox, sondern auch die Finanzierung. Ja. Und das ist wichtig, dass wir hier einmal Klarheit bekommen und uns das ganz genau anschauen, woher die Gelder kommen und wohin sie fließen. Also hier gibt es sehr viele dunkle... Kindergärten irgendwie sind, die teilweise nicht einmal registriert sind, nicht, wo die Kinder einfach hingehen. Teilweise auch nur so Kinderschulungsgärten auch teilweise. Nicht? Naja, die Stadt Wien fördert ja das und ich gehe mal davon aus, dass sie schon wissen sollten zumindest, welche Kinder sie wo fördern. Aber wichtig, man muss sich ansehen, wer die Betreiber und die Hintermänner sind. Ja. Und hier mit öffentlichen Steuergeldern Personen und Netzwerke zu finanzieren, die derartiges fördern, halte ich für sehr bedenklich. Bevor wir im zweiten Einstieg dann auf die Szene kommen, noch einmal zu diesem Kindergarten. Was ist daran Ihrer Meinung nach verwerflich? Ich frage das jetzt provokativ, wenn also Kinder eine geschichtliche Schlacht nachstellen. Erstens ist ein Gebetsraum und kein Theateraufführungsraum. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Kinder nicht instrumentalisiert werden sollten, hier Kriegsszenen nachzuspielen, Tote, Verwundete nachzuspielen. Das gefährdet das Kindeswohl. Und es ist auch im Islamgesetz eindeutig geregelt, dass sozusagen die Entwicklung der Kinder auch nicht beeinträchtigt werden dürfen. Die haben auch ja bei der Leichen religiösen gespielt, die mit türkischen Fahnen zugedeckt wurden. Und sie haben Militäruniformen getragen. Ja. Auch das ist natürlich problematisch. Ne? Auch Gewehre muss man dazu sagen. Man muss das in einem größeren Kontext sehen, nicht als Entschuldigung, sondern zum Verstehen, die Türkei befindet sich im Krieg. Ja. Mit Syrien, in Syrien, gleichzeitig auch innerhalb der Türkei mit der PKK. Es entsteht ein riesengroßes Nationalgefühl und auf dieser Klaviatur spielt Erdogan. Es ist auch kein Zufall, dass er die türkischen Parlamentswahlen vorverlegt hat. Jetzt Wir werden auch gleich noch über Erdogan und die Wahlen reden, weil es ist ja auch heute bekannt geworden, dass er die Wahlen vorverlegt hat. Aber zuerst noch, um dieses Thema dieses Kindergartens abzuschließen. Was soll denn jetzt passieren? Sie kämpfen ja gegen das. Sie haben diese Kindergärten vor 10 Jahren aufgedeckt. Sie haben den Missbrauch in den Moscheen vor 8 Jahren aufgedeckt. Was muss denn passieren? Was muss die Regierung jetzt tun? Was muss der Innenminister tun? Was sind Ihre Forderungen heute, nachdem diese Bilder bekannt geworden sind? Also wenn man etwas beginnt, dann muss man meiner Meinung nach das bis zum Ende durchdenken. Derartige Vereine gehören meiner Meinung nach geschlossen, die handelnden Akteure fremdenpolizeilich behandelt, das heißt Aufenthaltstitel gehört überprüft, weil eine Voraussetzung ist, dass man die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung nicht gefährdet. Das ist meines Erachtens auch in vielen Fällen der Fall. Und hier müssen wir endlich einmal die Spreu vom Weizen trennen und differenzieren, damit wir den Großteil der Muslime, den Großteil der aus der Türkei stammenden, genau vor diesen Einflüssen schützen und vor diesen Netzwerken. Das heißt, die Forderung des Herrn Dönmez, der immerhin Nummer 5 der Liste Kurz und der Berater des Kanzlers ist. Erstens, der Verein ATIP und auch der Verein Miligarisch, nehme ich an, beide. Da gibt es einige andere, aber... Ja, aber zumindest einmal diese zwei Großen gehören geschlossen und verboten. Das ist Ihre Forderung, richtig?
da gibt es unterschiedliche Standorte auch. Ja. Man kann nicht sagen, weil das in der Tipp-Darmstraße passiert ist, sind alle so. Ja. Sie sind als Vereine organisiert und sie missbrauchen schon seit Jahren unser Vereinsrecht, indem sie sozusagen, weil sie werden ja offiziell als Kultur- und Sportvereine teilweise geführt und das hat mit Kultur und mit Sport nichts zu tun. Das heißt, hier wird das Vereinsrecht missbraucht. Das heißt, wir müssen über das Vereinsrecht ansetzen, wir müssen über die Aufenthaltstitel bei den handelnden Akteuren ansetzen, um diese Einflussnahme zurückzudrängen. Und wir müssen gleichzeitig eines signalisieren. Es geht hier nicht gegen die Türkei, es geht nicht gegen die Türken, es geht nicht gegen den Islam. Was wir nicht möchten, ist die politische Einflussnahme hier über das Vereinsrecht, Punkt 1, und die Instrumentalisierung der Religion durch die Politik, sprich politischer Islam. Das sind für uns rote Linien, das möchten wir hier nicht. Und diese Bundesregierung steht für Klarheit, deswegen wurden wir auch gewählt. Deswegen hat mich auch Sebastian Kurz in sein Team geholt, damit wir hier den Kampf gegen den politischen Islam durch diese differenzierte Haltung auch führen können. Daher werden wir bei diesen Vereinen und Verbänden ansetzen, bei den handelnden Akteuren, den Aufenthaltstitel uns genau anschauen und auch die Finanzkanäle. Evgeny Dönmez, heute der erste Gast bei Fellner Live, an einem Tag, wo es viel Aufregung gibt um die Fotos und Filmszenen von Kindern in einer Wiener Moschee in der Brigittenau, die dort als Soldaten die Schlacht von Gallipoli nachgestellt haben, inklusive Leichen, inklusive Gewehren und allem, was dazugehört. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann sprechen wir mit dem Herrn Dönmez darüber, wie der politische Islam generell in Österreich organisiert ist, welchen Einfluss Erdogan hat und wie man die Meldung von heute früh verstehen muss, dass Erdogan die Wahlen in der Türkei wieder mal vorverlegt hat. Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Das Interview des Tages. Ja, das ist der Aufreger des heutigen Tages. Kinder als Soldaten in einer Wiener Moschee. In Tarnanzügen, in Militäruniform, mit Schießgewehren und als Höhepunkt unter türkischen Flaggen als Leichen. Äußerst geschmacklos, äußerst aufregend. Evgeny Dönmez bei uns zu Gast, vielen bekannt aus dem Wahlkampf, als ihn Sebastian Kurz als Fünften auf seine Liste geholt hat, um eben ein klares Zeichen im Kampf gegen den politischen Islam zu setzen. Evgeny Dönmez kämpft seit 10 Jahren, zuerst bei den Grünen, jetzt bei der Liste Kurz gegen diese Vereine. Über ATIP, diesen Verein, wo das passiert ist, haben wir schon geredet. Das ist ja aber nur einer von mehreren in Österreich. Und das Spannende, Sie haben das vorher schon angedeutet, ist ja, dass hinter den Kulissen dieses Kindermissbrauchs ja eigentlich ein Machtkampf um die Vorherrschaft des politischen Islam in Wien stattfindet, der immer brutaler wird, ne? Es gibt eben, wie gesagt, die unterschiedlichen Vereine und Verbände. Die Hauptakteuren sind die arabische Moslembruderschaft, die ein türkisches Pendant hat. Das ist die nationalistisch-islamistische Milli Görüş. Und hier gibt es eben den Machtkampf hinter den Kulissen um die Einflussnahme in der IGGÖ. Der Präsident, der gegenwärtige Herr Ibrahim Olgun, ist auch ziemlich geschwächt und angeschlagen. Man versucht hier sozusagen mit vereinten Kräften durch Milli Görüş und der Moslembruderschaft die ATIP zu schwächen. Daher auch kein Zufall, dass diese Bilder zu diesem Zeitpunkt hinausgespielt worden sind und diese Informationen wurden ja dem Falter zugespielt und die handelnden Akteure kommen aus dem Umfeld der arabischen Moslembruderschaft. Dezidiertes Ziel ist, die ATIP zu schwächen, um hier sozusagen mehr an Einfluss auf die islamische Glaubensgemeinschaft. Das heißt, die noch radikalere Milli Görüş schießt die ohnehin schon radikale ATIP ab, um das einmal so zu sagen. Überspitzt formuliert kann man es so zusammenfassen. Ja. Ist ja unglaublich. Das heißt, wir sind da mittendrin in eigentlich einer Schlacht
des politischen Islam, der da am, wie soll man sagen, Reserveschlachtfeld Österreich ausgetragen wird. Das ist für mich jetzt auch keine neue Erkenntnis. Die türkische Kulturgemeinde warnt schon seit Jahren und Jahrzehnten vor diesen Entwicklungen. Mittlerweile ist es eben unübersehbar. Österreich, vor allem Wien, hat sich hier als das Hinterland für diese Vereine und Verbände entwickelt. Auch mit Zutun einer falschen Politik. Also da hat die SPÖ wirklich sehr vieles falsch gemacht. Sie hat ja auch Leute aus diesem Umfeld in ihren eigenen Reihen. Daher damalige Bundeskanzler Kern hat ja auch eine seiner letzten Wahlkampfabschlussveranstaltungen zum Nationalratswahlkampf 2017 im Kreise dieser Vereine und Verbände gemacht und sie als die Ansprechpartner angesehen. Und hier erkennt man auch die Verwebung zwischen der österreichischen Innenpolitik, im Speziellen der SPÖ, mit diesen reaktionären Islamvereinen und Verbänden. Das heißt, der der reaktionäre, radikale politische Islam setzt sich in Österreich immer mehr fest. Und Sie wollen da jetzt dagegen ankämpfen mit dem Kanzler gemeinsam. Diese Bundesregierung ist die einzige und erste Bundesregierung, die in der Regierungsvereinbarung eine klare Differenzierung zwischen der Religion Islam und dem politischen Islam vorgenommen hat. Wogegen wir ankämpfen, ist die politische Instrumentalisierung der Religion, der politische Islam. Da haben wir ganz konkrete Maßnahmen festgeschrieben und vereinbart, von der Auslandsfinanzierung bis hin zu Vereinsrecht und auch das Islamgesetz wird man sich wieder anschauen müssen. Also Auslandsfinanzierung soll gestoppt werden, die radikalen Vereine dort, wo sie Fehlhandlungen setzen, jetzt gerade geschehen in der Moschee, verboten oder aufgelöst werden und die Hauptakteure, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie hier wirklich radikal aktiv sind, sollen ausgewiesen werden, um es ganz klar zu sagen. Das sind die drei Punkte. Das setzt eines voraus, dass unsere Behörden, die gute Arbeit leisten, hier besser zusammenarbeiten und kooperieren müssen. Auch dafür haben wir im Regierungsprogramm uns darauf geeinigt, dass der behördliche Austausch, die Kooperation besser vonstatten geht. Und hier sozusagen auch zwischen Innenministerium, Finanzministerium und Kultusamt ein verbesserter und intensiverer Jetzt Austausch passiert. Jetzt müssen wir noch sagen, hinter dem Ganzen steckt ja Erdogan und das System Erdogan. Da sind heute vorgezogene Wahlen angesagt worden. Um was geht es da und warum? Aufgrund der innertürkischen Entwicklungen, sprich Kriegseinsatz in Syrien, der Kampf gegen die Terrororganisation PKK ist und auch eine Wirtschaft, die massiv unter Druck gerät und die Inflation immer mehr wächst, gibt es ein sehr explosives Gemisch in der Türkei. Und Erdogan glaubt jetzt durch die Vorziehung der Wahlen davon profitieren zu können, wenn man auf die Nationalismuskarte setzt und auf die Islamkarte. Ohne dem ist in der Türkei anscheinend sind keine Wahlen zu gewinnen. Und er erhofft sich jetzt sozusagen durch die Gunst der Stunde hier seinen Einfluss einzementieren zu können. Und dieser türkische Wahlkampf wird sich nicht nur auf das Territorium der Türkei beschränken. Wir wissen das aus der Vergangenheit. Das wird auch bei uns wieder Thema werden. Wann ist jetzt genau das Datum? Am 24. Juni 2018. Das heißt, da haben wir 3 Monate wieder absolute Hektik hier im Land, und 2 Monate. Erdogan hat hier Netzwerke aufgebaut, wie die UETD, die hier in enger Abstimmung mit den türkischen Botschaften vor Ort und hier in Österreich im Speziellen die Salzburger Botschaft und auch diversen Verbänden den türkischen Wahlkampf nach Österreich hereintragen werden. Danke vielmals, Efkani Dönmez, dass Sie vor der Nationalratssitzung noch zu uns gekommen sind. Bei uns geht es gleich weiter mit der ÖVP, dem Wahlkampf in Salzburg, mit dem Riesenstau und dem Riesenunfall auf der Südautobahn und mit allem, was sonst an diesem Vormittag noch spannend ist. Wir sind gleich wieder da.